habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Und der nächste, let's bring. Hopp. Aktiv. Kick es auf. Hermann Nuba erzielt den Ausgleich. Und womit niemand mehr gerechnet hat, ist die 10 Sekunden vor dem Abpfiff. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Aktiv. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft aktiv. Ich habe nur in Anfang gespielt. Hopp. Und der nächste, let's bring. Hopp. Und der nächste, let's bring. Hopp. Und der allerletzte. Und auf Wiedersehen. Bis Donnerstag, 8:30 Uhr. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Ja, dann darf ich Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz anlässlich unseres Heimspiels gegen den TSV Steinbach.
kein geringerer als der aktuelle Tabellenführer. Das, denke ich, wird ein richtig starkes Stück Arbeit. Wollen wir gleich mal hören bei Spieler und Trainer, ja, wie wir das angehen wollen. Da freue ich mich, dass wir Francesco Calabrese, den frisch gebackenen Papa, hier bei uns haben. Dafür nochmal Glückwunsch. Hallo und danke. Ja, und natürlich Angelo Balletta, der Cheftrainer. Los. Ja, fangen wir mit dir an, Francesco. Ich habe es eben gesagt, der Kleine hält dich jetzt ein bisschen auf Trab oder ist alles noch ganz friedlich und ruhig? Ne, also der Kleine, der isst sehr viel, der schläft sehr viel. Aktuell ist noch alles sehr ruhig. Aber ja, auf jeden Fall war es eine schöne Erfahrung und ich hoffe, ich kann die positive Energie in den nächsten anstehenden Spielen mitnehmen. Er soll dich beflügeln, ganz klarer Fall. Überhaupt hat man ja so das Gefühl, du saust da die Linie hoch und runter, pflügst dort alles weg auf der Seite. Es scheint dir so richtig Spaß zu machen hier. Ja, auf jeden Fall. Also ich fühle mich hier wohl. Man kann sagen, wir haben einen guten Start hingelegt. Ja, die Mannschaft ist auch charakterlich sehr top. Da kann man sich eigentlich nur wohlfühlen. Ich wollte auch an dieser Stelle nochmal einen riesen Dank an die Mannschaft rausschicken. Auch in der Zeit, als mein Kind zur Welt gekommen ist, vor der Geburt und auch nach der Geburt. Ich glaube, ich habe zig Nachrichten bekommen und ich glaube nicht, dass es so selbstverständlich ist. Das zeigt natürlich, dass wir auch als Team zusammengewachsen sind und eine Einheit sind. Und ja, da freue ich mich auf die nächsten anstehenden Aufgaben mit der Mannschaft. Da gibt es ein gutes Stichwort. Eine Einheit braucht es, gerade wenn man gegen den Tabellenführer spielt. Das wird nicht ganz so einfach werden, aber ihr seid guten Mutes. Ja, auf jeden Fall. Also uns ist morgen die Schwere der Aufgabe bewusst. Wir wissen, dass ein starker Gegner auf uns zukommt. Wir haben auch Respekt vor dem Gegner, aber Angst haben wir auf gar keinen Fall. Wir sind hier zu Hause, wir spielen auch vor mehreren Zuschauern, sag ich mal, offenbarer Zuschauer. Von daher brauchen wir keine Angst vor dem Gegner haben. Und ja, wir freuen uns drauf, Flutlichtspiel. Gibt, glaube ich, nichts Schöneres. Da hast du schon gesagt, Flutlichtspiel und dann gegen den Tabellenführer. Ich denke, da muss der Trainer die Mannschaft gar nicht groß heiß machen. Ich muss eigentlich nichts mehr erwähnen. Der Franz hat schon sehr ausführlich alles erklärt. Kann es also gehen. Kann eigentlich gehen. Nein, also wir freuen uns einfach riesig. Wir freuen uns auch so sehr, dass wir es auch so gestalten konnten, dass es jetzt ein Topspiel ist. Wir freuen uns auch, dass jetzt mehr Zuschauer zugelassen sind. Und wie gesagt, die Vorfreude ist riesig. Und da hoffen wir, dass wir das Ganze auch morgen umsetzen können. Ja, wie sieht's aus? Hast du soweit bis auf die Langzeitverletzten alle an Bord? Da gibt es ja noch ein paar, die ja so wieder sich herandocken versuchen, Mike Vetter und so weiter. Wie sieht's damit aus? Ja, Mike noch nicht so ganz, aber die Jungs, die auch jetzt etwas hinten dran waren, Anführungszeichen, wie der Flo Boja oder Tim Diersen, habe ich auch schon erwähnt bei der OP, die machen enormen Druck, aber das ist toll zu sehen. Die Jungs, die jetzt gerade aktuell sehr lange gespielt haben, sehr viel gespielt haben, die machen es auch sehr gut, aber gerade hinten dran, die geben Gas und das wird für morgen auf jeden Fall die Qual der Wahl sein, wen ich morgen aufstellen werde. 3150 Zuschauer, endlich mal wieder so im Rücken zu haben, das sollte doch auch beflügeln. Ja, und zum Glück, das haben wir uns ja auch verdient, ist es auch jetzt ein Spitzenspiel. Wir haben, wie es der Franchi gesagt hat, einen riesen Respekt vom Gegner, die letztes Jahr, wer weiß, wie es gekommen wäre, wenn diese Corona-Pause nicht wäre, hätten sie das Nachholspiel gewonnen, 4 Punkte auf Saarbrücken, da sind noch einige Spiele zu spielen, vielleicht wären sie sogar diejenigen, die aufgestiegen wären. Wir wissen um ihre Stärke, wir wissen, dass sie einen sauberen Fußball spielen, aber der Fußball ist immer so schön, es muss manchmal auch nicht immer die bessere Mannschaft gewinnen, sondern wir wissen, was ein Brock auf uns zukommt, aber da müssen wir eine Top-Leistung bringen, um morgen auf jeden Fall hier zu gewinnen. Vielen Dank erstmal für die ersten Statements. Heute gut gefüllte Reihen, deswegen jetzt bitte Ihre Fragen. Der Kollege kommt dann. Wer macht den Anfang? Christian Dünger, Offenbach Post, okay? Ja, Frage an Francesco. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hattest du vor kurzem Angelo positiv überrascht, obwohl er dich schon lange kennt, hatte er vor kurzem mal gesagt, so gut hat er dich noch nicht spielen sehen, vor kurzem beim Spiel, ich weiß nicht, ob es in Groß-Asbach war, müsste die Partie gewesen sein. Er hat allerdings auch vor kurzem gesagt, ihr seid noch kein Spitzenteam. Wie groß ist die Lust, ihn jetzt wieder positiv zu überraschen? Das wäre ja jetzt wirklich die Möglichkeit, das jetzt in so einer Partie zu untermauern. Gute Frage, also klar, zum Ersten, ja, ich denke, der Angelo hat mich oft spielen sehen, auch in der Vergangenheit. Das ehrt mich auf jeden Fall, also seine Worte. Ich hoffe, dass ich weiter so machen kann, also spielen kann. Und klar, mit der Mannschaft, wir sind kein Spitzenteam.
Das ist jetzt Ihre Aussage. Vielleicht denken wir auch so, das wollen wir jetzt nicht nach außen so verkaufen. Aber wir denken einfach von Spiel zu Spiel. Wir wollen in jedem Spiel die 3 Punkte mitnehmen und hier behalten. Und von daher würde ich mir gar nicht großartig Gedanken machen, ob wir jetzt schon ein Spitzenteam sind oder nicht. Für uns zählt einfach nur, wöchentlich zu arbeiten und von Einheit zu Einheit immer mehr zusammenzuwachsen und wie gesagt uns weiterzuentwickeln und letztendlich auch als Einheit aufzutreten. Nächste Frage hier, Manfred Schäfer, Bild-Zeitung. Genau, sehr gut hinten rumlaufen, das ist gut, ja. Auch wenn es ein bisschen dauert, aber das macht schon Sinn, sonst geht es nämlich quer durchs Bild. Also, Manfred Schäfer, Bild. Angelo, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, es ist der erste richtige Gegner, der ihr dieses Jahr habt? Da stimme ich dir zu. Also, was heißt der erste richtige Gegner? Also, man soll jetzt nicht außer Acht lassen. Natürlich, Pirmasens, wir wissen selber, wie schwer wir uns getan haben. Auch Hoffenheim hier, es waren sehr schwere Gegner. Nur, das ist jetzt natürlich komplett was anderes. Es ist eine Mannschaft, die letztes Jahr schon ganz lange mitgespielt habe. Ich bleibe dabei. Wer weiß, wie es gekommen wäre ohne den Corona-Break. Und jetzt bestätigen sie es ganz einfach noch. Das ist jetzt kein Zufall, ja. Und aber tolle Sache. Also wir, wie gesagt, wir freuen uns riesig auf diesen Gradmesser. Ja, jetzt nochmal einmal hier rumlaufen, genau. Der weitestmögliche Weg, aber du kommst gleich dran. Nando Fritz Magazin. Das ist die nächste Wortmeldung. Jawohl. Hi Angelo, kurze Frage, wie siehst du das? Eher als positiv bzw. als Vorteil oder als Nachteil jetzt mit dem Spiel, was leider nicht stattgefunden hat in Balingen, von deinem Gefühl her? Und also ich habe es der Mannschaft auch gesagt, ich will immer gern spielen, das ist ganz klar, weil ich habe immer ein ungutes Gefühl, wenn die Konkurrenz dann am Rennen ist, am Schwitzen, am Kämpfen ist und du sitzt zu Hause und guckst der Konkurrenz nur zu. Das werden wir sehen. Also man kann's, die haben natürlich Selbstvertrauen getankt mit dem 4-0-Sieg gegen Groß Asbach. Das tut immer gut. Ja, jetzt kann man alles auslegen, aber wir werden schlussendlich morgen nach dem Spiel sehen. Weitere Fragen? Danke. Nochmal Christian Dünger. Nochmal an Francesco als Defensivspieler. Da kommt jetzt nicht nur der Tabellenführer auf euch zu, sondern auch eine sehr offensiv starke Mannschaft. Vielleicht auch aus deiner eigenen Erfahrung heraus, Spiele gegen Steinbach. Mit was rechnest du, was da auf euch zukommt? Worauf müsst ihr euren Fokus legen? Ja, also wie schon erwähnt, es wird auf jeden Fall eine reizvolle Aufgabe, wenn so eine starke Mannschaft zu uns kommt. Ich würde unseren Fokus erstmal auf uns legen, auf das, was wir vorhaben, bevor wir an den Gegner denken. Und wie gesagt, ja klar, wir haben Respekt vor den Gegnern, aber wir werden uns jetzt nicht verstecken. Nachfrage nochmal. Ja. Angelo hat gesagt, das ist eine Mannschaft, die einen sauberen Fußball spielt, allerdings auch so aus der Vergangenheit zumindest in Erinnerung, auch eine körperlich robuste, unangenehme Truppe. Was wird dann noch auf euch zukommen? Was erwartest du? Wo wirst du so ein bisschen besonders drauf hinweisen? Ja, wie du es also gesagt hast, also sehr, sehr druckvoll, ergebnisorientierten Fußball. Das ist eine Männermannschaft, ist es. Die hätten auch die finanziellen Mittel, sehr wahrscheinlich irgendwelche namhaften Spieler zu holen, aber man sieht es an der Einkaufspolitik, dass sie nur Spieler holen, die auch gewillt sind zu rennen und zu kämpfen und einfach fürs Team da zu sein. Und deswegen, die haben jetzt vielleicht nicht den Star in der Mannschaft, aber die arbeiten absolut im Kollektiv. Die haben einen Plan, den sie als Mannschaft dann durchziehen und das ist der Schlüssel zum Erfolg von der Mannschaft. Es wird noch fleißig geschrieben. Dann warten wir noch ein bisschen. FFH? Eigentlich wurden alle meine Fragen beantwortet. Die wurden schon beantwortet, die Fragen. Na, das ist doch schön. Dann schaue ich noch mal in die Runde. Nando, Christian, Manfred. Vielleicht nochmal anschließend an die Aussage, der Schlüssel zum Erfolg von Steinbach. Wann wäre es für dich am Dienstag ein erfolgreicher Abend? Ist das so eine Partie, ich weiß, ist jetzt insofern, sage ich mal, ein bisschen blöd, da vorauszuschauen, aber wo du sagst, da geht, ich weiß, ihr geht immer in jedes Spiel, um zu gewinnen, aber da ist jetzt die Messlatte diesmal nicht ganz so hoch. Ist das vielleicht auch mal was ganz Angenehmes jetzt mal,
Die anderen Partien hast du ja gesagt, gegen Pirmasens, da wart ihr Favorit gewesen, gegen Hoffenheim 2, die waren Tabellenletzter, sieglos, wart ihr Favorit. Ist das jetzt eine andere Konstellation auch das erste Mal insofern, für was eure Rolle anbelangt? Ja, so wie wir sie annehmen. Also klar wissen wir, also wir gehen nicht naiv in die Partie rein, dass wir jetzt einfach meinen, wie es vielleicht, wenn wir sagen, klar haben wir natürlich den klangvolleren Namen, wir sind der traditionsreichste Verein der Liga, alle hoffen und gönnen uns alles, ja, nur das alleine wird jetzt nicht ausreichen, dass die Steinbacher uns jetzt plötzlich die Tür aufmacht und wir einfach Tore alleine schießen sollen, sondern wir respektieren einfach denen ihre Arbeit, trotzdem ist die Messlatte sehr hoch, weil wir auf jeden Fall gewinnen wollen, also das wollen wir und selbst, wie schon gesagt, selbst wenn die Mannschaft dann vielleicht etwas eingespielter ist, ein Jahr länger zusammengearbeitet hat. Trotzdem gibt es Schlüssel, wenn man als Mannschaft arbeitet, denen auf jeden Fall weh zu tun. Ja? Und das wollen wir auf jeden Fall machen. Also wir wissen, dass wir jetzt nicht naiv morgen in die Partie reingehen sollen, aber wir werden alles dran setzen, um zu gewinnen, ganz klar. Letzte Chance. Keine Fragen mehr. Ja, dann verweise ich nochmal auf morgen, Dienstag 19 Uhr hier am Biberer Berg, Spitzenspiel gegen Steinbach. Wünschen wir unseren Jungs alles Gute, viel Erfolg. Und die Dauerkartenbesitzer, Inhaber, die können hier live dabei sein. Alle anderen können auch live dabei sein über kickers.tv. Dafür erstmal ja, viel Erfolg der Mannschaft morgen und dann sehen und hören wir uns hier vom Biberer Berg. Dankeschön.